So, da sind wir wieder. Entschuldigt für die kleine Unterbrechung. Irgendwie hat es, glaube ich, gerade ein bisschen die Verbindung weggehauen. So, jetzt müssen wir halt noch eben warten, bis hier sich alles beruhigt hat. Ja, genau, finde ich auch. Finde ich auch. So. Müsste ja eigentlich irgendwo hier sein, oder? Oh, cool, schön da unten. So. Wenigstens kann ich hier wieder hochklettern. So. Also die haben wir jetzt. Dann geht es jetzt weiter an dieser Stelle dort. Autsch. Jo, offensichtlich kann keine Flagge nicht sein. So. Dann kommt als nächstes hier noch eine. Oh ne, oder? Ja, dann. Was wollt ihr von mir? Nichts. Mir nur zu gucken, dass ich die Wand da hochkletter. So. Okay, dann holen wir als nächstes den da. Ha. Ey, Alter, ist das nicht dein, ist das nicht dein Ernst? Komm, du kommst da hoch. Ah, doch, das geht. Wahrscheinlich genau in die falsche Richtung, ja, das war klar. What the f... Wo mag er nur hin? Nein, bitte geht nicht einfach! Nur ein paar Münzen, bitte! Was wollt ihr denn eigentlich? Nein, bitte geht nicht einfach! Nur ein paar Münzen! So. Wo laufe ich jetzt eigentlich überhaupt? Ja, wo laufe ich überhaupt hin? Ja,
falsche Richtung. Das ist eine Wand. So. Aha. Okay. Was fehlt Ihnen denn nur? Oh, mir fehlt nichts, das mache ich gerne. Was ist die da? Ach ja. Gut. Dann haben wir die gleich mit. Läuft jetzt gerade hier wie am Schnürchen. Ihr habt hier nichts zu tun. Boah. Der wird runterfallen. Doch nicht. Naja, sehr schön. So, wo ist das bitte? Kommt nicht näher. Achso, da. Ist es hier? Nein, das sieht geschlossen aus. Puh, Schwein gehabt. Hilfe! Ein Assassine! Schickt Hilfe! Ach nein. Wir werden mal wieder angegriffen. Ach nee. Ich hoffe mal, das ist nachher eine Aufnahme. So, da ungefähr hatte ich doch die Markierung gesetzt, oder? Nee. Ach Gott, ja, das war jetzt gerade sowas von irritierend da ungefähr. Ah. Da ist auch der Templer, den ich eigentlich gesucht habe. Was tut dieser Teufel? Klettern, sieht man doch. Ja. Echt jetzt?
So. Dann hätten wir die zwei auch. Dann geht es weiter. Da ungefähr. Ein merkwürdiger Mann. Diese Richtung. Jo. So. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch. Sehr schön. Dich noch verletzen. Und wenn das passiert, werde ich nicht helfen. Das wird dich lehren zu stehlen. Du tut doch jemand etwas? Du dreckiger Dieb. Dafür hatte ich dir die Hand. Ich strecke dich nieder. Deine Sackgasse, das war's. Oh yeah, ist wieder Action. Nur die Kamera sieht dies manchmal. Ach, so ein bisschen. Na komm. Sie sagt nicht, was sie von mir wollte. Aber ich sah das Böse in ihren Augen. Verzeiht, dass ich euch nicht für eure Tat geben. So, sehr schön. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ist das? Oh nein. Ein Assassine! Schickt nach Verstärkung! Ach Gott. So, jetzt muss ich gerade mal schauen. Also, die hatte ich schon. So. Warum macht er das? Nicht noch eine. Ein Mörder läuft frei herum. Wo genau? Ein seltsamer Mann. Ups, ich bin sofort da, keine Sorge. Ah, da. Gut. Mit die auch. Dann ist die nächste dort. Seltsam, so ein Verhalten habe ich noch nie gesehen. Das wäre dann ja da irgendwo Fragezeichen. Da oben. So. Ich hole ich jetzt als nächstes. Ich glaube, so würde ich gehen. Okay. Das heißt. Dreckiger Dieb, dafür hacke ich dir die Hände ab. Hilfe! Kann mir denn keiner helfen?
stirb, du Dieb! Achso, da ist auch plötzlich die Flagge, okay. Du dreckiger Dieb! Alles klar. Lass ich dir die Hände ab! Lass mich gehen, ich habe nichts getan! Gehst du dreckiger Dieb! Dafür hack ich dir die Hände ab! Wie schlimm komm! Stirb, du Dieb! Was? Je suis le Dieb, mein Seigneur! Na komm, geht drauf. Danke euch, danke euch. Ich werde diesen Gefallen zurückzahlen, das schwöre ich. Ja, ist alles gut. Gerne geschehen. So, dann hätten wir da ungefähr noch eine. Ich hätte ja genauso gut erst den Aussichtspunkt nehmen können. Ja, dann gute Nacht, Landmaster. Und wir sehen uns spätestens nächste Woche Freitag, nächste Woche Samstag wahrscheinlich wieder. Ich guck mal, wie weit es mich jetzt noch treibt. Ich habe mir eigentlich immer so meine Blöcke vorgenommen. Was war das denn jetzt bitte für ein... Okay, alles klar. Ich habe mir immer so meine Blöcke vorgenommen, dass ich halt gerne einen Abschnitt machen wollen würde, immer. Das heißt immer ein Attentat inklusive allem, was dazugehört. So ein 100% Run halt. So. Achso, die Taste. Da. Ne, da kann man nicht hochklettern. Buggy oder so? Ja. Interessante Sitztechnik, muss ich schon sagen. Sitzt so halbwegs in der Luft. Oh Gott, wo ist denn die? Warum frage ich eigentlich? Warum frage ich eigentlich, wenn ich die Antwort weiß? So, dann ist hier ungefähr eine. So, in die Richtung. Hui. Dann kommt als nächstes dort noch eine. Da? Ja, scheint so. Siehst du schon. Nein, ich möchte mich gerade nicht hinsetzen. Oh,
ob er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ja, hier oben ist eine Flagge. Und es geht schneller. So, dann hätten wir diese. Die ist auch weit von hier. Du dreckiger Dieb! Da. Da ist diese. Zack. Du dreckiger Dieb! Dafür hack ich dir die Hände ab! Na komm. Echt jetzt? Bewegung! Stirb! Ja. Vorsichtig! Heide! Sie sagt nicht, was sie von mir wollen, aber ich sah so. Das Böse in ihren Augen. Die jetzt gerade eh schon in der Nähe waren. Aber meine Brüder sollen erfahren, dass ihr ein Freund von mir seid. Ja. Was ist das? Dankeschön. So. Ich wegnehmen. Das ist eigentlich unweit von dem Aussichtspunkt. Was ist passiert? Hallo, mein Freund. Jo. Ich bin euer Freund. Das ist toll. Das ist toll. Nö, nö. Nö, nö. Das meint ihr nur. So, das ist der Aussichtspunkt da. Schert euch fort! Ihr seid hier nicht erwünscht. Geht! Hier dürft ihr uns. Ruhe da. Okay, der gibt's ja bestimmt. Recht günstigen Weg, um hinzukommen, oder? Ja, perfekt. So. Sehr schön. Damit dürften wir eigentlich alles fertig haben. Ja, haben wir. Alle Flaggen, alle Templer sind hinüber. Das heißt, wir werden uns jetzt mal hier die ersten Instruktionen holen und dann uns mal an die 6 Missionen machen. So. Ja, ja, ja. Toll. Ich möchte aber die Leiter hochgehen. Zack. So. So. Büro des Verbindungsmanns. Die Kunde eurer Taten verbreitet sich schnell. Gehen wir mal den Text zu. Ich bemühe euch reinzuwaschen. Ich tue, was ich kann. Und manches Mal gelingt es euch. Mich dünkt, es ist euer Auftrag, der uns zusammenführt. Ja, Wilhelm von Montferrat heißt das Ziel. Was könnt ihr mir über den Mann sagen? Wilhelm wurde zum Regenten ernannt, solange der König seinen Krieg führt. Dies gilt vielen als wunderlich, bedenkt man den Zwist zwischen Richard und Wilhelms Sohn Konrad. Ich dagegen halte es für sehr weise. Weise? Weshalb? Richard und Konrad sind in vielerlei Dingen nicht eins. Obwohl sie sich zivilisiert benehmen, heißt es, dass sie einander nicht wohlgesonnen sind. Und dann gibt es da noch die Geschichte mit den gefangenen Sarazenen aus Akkon. So ist Konrad nach Tyros zurückgekehrt und Richard hat Wilhelm genötigt, hier als sein Gast zu verweilen. Ihr meint als Geisel? Wie ihr es auch nennt. Seine Anwesenheit sollte helfen, Konrad im Zaum zu halten. Ich habe mich nie für Politik interessiert. Aber ihr seid euch bewusst, dass eure Taten die Zukunft des Landes beeinflussen. Auch ihr seid ein Politiker.
Auf eure Weise. Wie ihr es sagt. Wo also schlagt ihr vor, soll ich mit der Suche beginnen? In Richards Zitadelle, südwestlich. Oder eher auf dem Markt davor. In dieser Richtung liegt auch die Heiligkreuzkathedrale. Ein belebter Ort mit sehr vielen redseligen Bürgern. Als letztes versucht es im Westen, wo der Ketten- und der Hospitaliterbezirk aufeinandertreffen. Dort solltet ihr fündig werden. Wohlan, dann werde ich euch nicht weiter stören. Ihr stört ganz und gar nicht. So, gut. Dann haben wir jetzt unsere ersten Anweisungen. Jetzt schaue ich gerade mal, wie rum gehe ich denn jetzt am besten. Oh, ich habe ja schon ziemlich viel hier gemacht. Fangen wir mal dort an. Dann gehen wir diesmal gegen den Uhrzeigersinn. Ach, hier unten die zwei, die ich vorhin mitnehmen soll. Die hat mir viel Arbeit gespart. Naja, gut. Sei es drum. Sei es drum. Nicht? Schade. Wow. Ja gut, das war jetzt nicht ganz so dramatisch. Stehst denn du? Deine Ecke. So, ja, dann wollen wir doch mal... Tötet mich nicht. Ah, ihr seid es, Alter, ihr. Hey. Ihr habt mich erschreckt. Richards Männer verfolgen mich, zwei an der Zahl. Ich versuchte, einen Handel mit ihnen zu schließen, als ich bemerkte, dass sie mit mir spielten. Ich konnte aber fliehen. Könnt ihr ein Todesengel für mich sein? Und deren Köpfe holen, bevor sie meine nehmen? Im Tausch werde ich euch von dem Handel erzählen. Ja gut. Mal gucken, was wir da verrichten können. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch um ein paar kleine Münzen. Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Gib mir doch ein bisschen Geld. Ein paar Münzen. Bewegung. Läuft denn der bitte rum? Der da. Und weiter. So, wo ist denn der andere? Die Richtung. Wo ist der? Ist der auf der anderen Seite oder was? Ja.
Schlafen. Och nee, oder? Welche Erleichterung zu wissen, dass ich sicher bin. So, okay, der nächste. Ich versuchte, einen Handel mit den Wachen der Zitadelle zu machen, damit diese die Tore offen lassen, auch wenn der Alarm erklingt. Ich versagte. Also ist euer einziger Fluchtweg aus Richards Zitadelle die Festungsmauern herunter. Vergebt mir. Na gut, dann wissen wir Bescheid. So, das nächste Ziel ist... Ach Gott, schon wieder. Ups, sorry. Wo geht der hin? Ach, meine Güte. Er sollte aufhören, sich wie ein Knabe zu benehmen. So. Ich hoffe jetzt einfach mal. Lalalala. Dran und um mich! Wie merkwürdig. Ich flehe euch an, Herr. Ich bitte euch doch nur, mein Bart keine Mücken. Er wohl einen Grund für seine Taten hat? Ja, ich möchte zum nächsten. So, dann hören wir uns doch mal an, was er zu sagen hat. Wahrscheinlich wird das auf Zeit sein. Hört mir zu, Alter ihr. Wilhelm von Montferrat hat viele redliche Händler in diesem Bezirk durch Männer ersetzt, die ihm treu ergeben sind. Er will das Vertrauen in König Richard schmälern, indem er den Bürgern schlechte Waren zu überhöhten Preisen verkauft. Diese Händler müssen entfernt werden. Findet ihre Stände und zerstört sie. Ja, auf Zeit. Oh, Jemine, ich habe so die Befürchtung. Bisher erstmal nur die Befürchtung, dass es nicht ganz gut gehen wird. Autsch. Gute Güte. Gib mir doch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Strecke dich nieder! Bring euch zur Strecke! Eile, dafür wirst du bezahlen! Na komm. Was ist das? Ich weiß, dass du irgendwo in der Stadt bist. Und ich werde dich finden. Er kann nicht. Danke für eure Hilfe. Schneller als gedacht. Für euch war es keine große Sache, aber wichtig war sie allemal. Dieses Pergament wird euch helfen, wenn ihr Wilhelm entgegentretet. So, sehr schön. Schauen wir noch mal, wo ist denn die nächste? Da, die ist ein bisschen weiter weg. Leider nicht ganz so abkürzen, wie ich es mir erhofft hatte. Kann mir jemand sagen, warum er das tut?
Mach ich immer so. Servus. So, mal schauen, wie es denn da jetzt weitergeht. Ist. Geschieht mir recht, schätze ich. Ich war zu tollkühn und Wilhelm hat seine Bogenschützen entsandt. Ich würde mich ihrer selbst annehmen, aber ich habe nicht euer Geschick. Wäret ihr bereit, sie aufzuspüren und zu töten? Vielleicht kann ich euch von Nutzen sein, falls ihr mir helft. Aber seid vorsichtig und lasst euch nicht sehen. Achso, ich darf mich nicht sehen lassen, aber ich habe ein bisschen Zeit. Okay, alles klar. Seid standhaft! Gebt nicht auf! Geld, ein paar Münzen! Ohne unsere Hilfe können nein, Richard ich und deinem nicht. Mann ich das feindliche Land nicht Geld. Befreien. Wir müssen alles tun, um sie zu unterstützen. Befällt euren Acker. Helft den Verwundeten. Betet für jene, die ihr Leben für unseren Gott geopfert haben. Zwei. Achso, ja, da ist eine Leiter. Dann werden wir die auch mal hochgehen. So, So. Danke, Altair. Jetzt kann ich mich wieder frei umherbewegen. Nehmt diese Karte, die ich angefertigt habe. Sie zeigt euch, wo Wilhelm weitere Bogenschützen postiert hat. Sehr hilfreich, wenn ihr erst in seiner Festung seid. Ja, das wird definitiv hilfreich sein. Jetzt werde ich aber erstmal das da ganz hinten machen. Kann ich jetzt einfach durchlaufen? Tatsache. Hat das wehgetan? Tut mir Bewegung! Bitte. Ich habe deinen Kopf! War das der letzte? Ja, das war der letzte. So. Ist für eine Weile nicht verlassen werde. Hier habt ihr einen großen Dienst erwiesen. Das werde ich euch nie vergessen. Dann geht als nächstes. Der dran. Ach Gott. Oh nee. Ja,
Beute. So. Sich freuen. So. Wieder zurück, Alter. Das sieht mir noch einen Flaggenrennen aus. Okay. Dieses Mal hat Al-Mualim nichts befohlen. Nur für mein eigenes Vergnügen bitte ich euch, einige Marcia-Flaggen zu finden, die ich in Richards Viertel versteckt habe. Bitte kommt baldestmöglich zurück, denn ich habe etwas für euch. Super. Ja, gut, es sind wichtige Informationen. Aber dieses Mal versucht schneller zu sein. Ach Gott, ey. Geht denn das los? Da. Gibt es einen Grund für diesen Unfug? Was in Gottes Namen treibt er da? Die Familie ist sterbenskrank. Kann mir jemand fragen, warum er das tut? Schert euch fort. Ah, da. Nein. So, eure Arbeit sehr schön. Zwingt mich, meine Meinung über euch zu ändern, Alter hier. Hier ist alles, was ich über Wilhelm von Montferrat weiß. Er und Richard hatten eine Meinungsverschiedenheit, bevor der König gen Jaffa aufbrach. Seitdem bleibt Wilhelm in seiner Zitadelle, umgeben von seiner Armee. Glaubt ihr, dass ihr ihn in dieser beschützten Umgebung angreifen könnt? Wir werden es sehen, aber noch zweifle ich. Danke für das Vertrauen, was in mich gesteckt wird. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Bewegung! Das tut weh. Haltet euch fern von mir. Höre den Ton! Will er endlich nicht uns kämpfen? Meine Güte. So, gut. Alles sind erledigt, perfekt. So, eine Befrage. Achso, das da war das ja. Alles klar. Wer war das? Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Nein, bitte geht nicht einfach. Nur ein paar Münzen, bitte. Nein. Und was bleibt uns? Gräber und Ritter, verwaiste Söhne. König Richard versprach uns ein besseres Morgen, blühende Landschaften und einen neuen Anfang, aber er brachte nur den Tod. So. Erhebt euch, Freunde! Lasst euch nicht abschlachten, nur ob der Launen und Anwandlungen eines wankelmütigen Königs! Wir müssen auf Männer vertrauen, deren Gesinnung eisern ist! Auf Männer wie Wilhelm von Montferrat! Ja, dann werden wir uns den guten mal zur Brust nehmen. Ja, für eine Schlägerei seid ihr doch immer zu haben, ne? Das wäre jetzt aber ein ziemlich ungünstiger Zeitpunkt zuzuschlagen, weil hier sind nämlich drei andere. Nein, mein Freund. Nein, dann bleibt mir gefällig von.
Körper. So. Jetzt aber. Das ging jetzt etwas unkomplizierter, als ich dachte. Nehmt es und verschwindet. Ich bin nicht auf Gold aus, nur auf eine Auskunft. Ich weiß nicht. Ihr kennt Wilhelm. Sagt mir, wo ich ihn sprechen kann. Das ist unmöglich. Er trifft sich mit dem König. Und wann wird er aufbrechen? Heute, aber das hilft euch nicht. Es wird wieder Streit geben und Wilhelm wird seinen Soldaten die Leviten lesen. So ist es immer. Richard schreit Wilhelm an, Wilhelm schreit seine Männer an. Er wird euch nicht empfangen. Ich sagte, dass ich mit ihm sprechen will. Nicht, dass er mich empfangen soll. Dann sind wir also fertig. Nicht ganz, fürchte ich. Etwas brauche ich noch von euch. Was denn? Euer Leben. Ja, so sieht's nämlich aus. Taschendiebstahl, okay. Was ist dieser armen Seele widerfahren? Tja, das frage ich mich auch manchmal, wenn die einfach so umfallen. So. Oh Gott. Ich dachte schon gerade, ich würde jetzt ins Wasser reinrennen. Boah, Hilfe. Ach, ihr zwei seid das okay aus. So, man lässt euch besser. Dort gehen, wie es euch beliebt. Ich dachte, niemand hätte Zugang zur Festung. Für wahr, aber Wilhelm will die Instandsetzung so bald als möglich beendet sehen, was uns als Vorteil dient. Eine ideale Deckung. Sehr gerissen. Jedenfalls ist mein Bericht fertig. Ich sollte ihn abliefern. Endlich entwickelt sich die Lage zu unseren Gunsten. Und nicht von ungefähr. Nun, die Bibel sagt schließlich, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nein, das stimmt nicht. Das stammt aus Aesops Fabel. Die Bibel sagt in der Tat meist das Gegenteil. Vieles dreht sich darum, Geduld zu haben und abzuwarten, bis der Herr sich entscheidet, ob er zu helfen wünscht. Egal, ich sage, wir haben lange genug gewartet. Dem werde ich nicht widersprechen. Also gut, ich bin weg. Ja, dann müssen wir jetzt mal schauen, dass wir... Ach. So, gut. Das ging jetzt sogar noch einfacher als gedacht. Gib mir noch ein bisschen Geld, ein paar Münzen. Er scheint in Eile zu sein. Dann laufe ich halt hier außen rum. Kann ich hier entlang laufen? Ja, kann ich gut. Wovor flieht dieser nach? So, dann gibt's jetzt wieder was zu hören. Was führt euch so bald wieder zu mir? Ich habe mich mit Wissen gewappnet, wie befohlen. Sprecht, und ich werde urteilen. Wilhelms Heer ist groß und viele nennen ihn ihren Herrn. Aber er hat auch Feinde. Er und König Richard sind sich nicht wohlgesonnen. Wohl wahr, sie standen sich nie nah. Das gereicht mir zum Vorteil. Richards Besuch hat ihn erregt. Wenn der König aufbricht, zieht Wilhelm sich in die Festung zurück, um nachzudenken. Er wird abgelenkt sein.
Genau dann schlage ich zu. Seid ihr dessen sicher? So sicher ich nur sein kann. Und wenn die Dinge sich ändern, passe ich mich an. Dann gebe ich euch freie Hand. Beendet das Leben von Montferrat und befreit diese Stadt. Ich kehre zurück, wenn die Tat vollbracht ist. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So, sehr schön. Dann haben wir jetzt soweit schon alles erledigt. Jetzt kommt dann der eigentliche Auftrag. Na gut, was heißt Auftrag? Ah, noch weiter hätte es nicht weg sein können. Naja, gut. Müssen wir halt mal den Weg jetzt in Kauf nehmen. Okay. Komm ich da eigentlich hoch? Nee, komm ich nicht. Alter, jetzt macht mir doch nicht immer so schwierig, Mensch. So. Geht, Bauer, bevor ich euch. Mutter ist Bauer. Halt mir nur schon mal sämtliche Fluchtwege frei. Hauptsächlich über die Dächer. Was macht dieser Tor da? So, dann wollen wir doch mal hören. Tausend Seelen, Wilhelm. Ich dachte, es wären Gefangene, die gegen unsere Männer eingetauscht werden sollten. Die Sarazenen hätten ihren Teil der Abmachung nicht eingehalten. Ihr wisst es. Ich tat euch einen Gefallen. Oh ja. Einen großen Gefallen, fürwahr. Jetzt sind unsere Feinde noch fester in ihrer Überzeugung und werden noch entschlossener kämpfen. Ich kenne unseren Feind. Er ist nicht gestärkt, sondern von Angst erfüllt. Sagt mir, wie kommt es, dass ihr unseren Feind so gut kennt? Ihr, der ihr das Schlachtfeld verlassen habt, um Ränke zu schmieden. Ich tat, was recht war, was billig war. Ihr habt geschworen, das Werk Gottes zu verrichten. Aber das sehe ich hier nicht. Nein, ich sehe einen Mann, der es mit Füßen tritt. Eure Worte sind höchst ungnädig, mein Lehnsherr. Ich hoffte, ich hätte mir inzwischen euer Vertrauen verdient. Ihr seid der Regent von Akron, Wilhelm, um in meinem Namen zu regieren. Wie viel mehr Vertrauen erwartet ihr? Wollt ihr vielleicht meine Krone? Ihr verfehlt den Sinn, aber das tut ihr ja immer. So gerne ich auch meine Zeit mit Wortgeplänkeln vergeuden würde, ich habe einen Krieg zu führen. Wir setzen das ein anderes Mal fort. Dann lasst euch nicht aufhalten. Eure Hoheit. Ich fürchte, die neue Welt wird für Leute wie ihn keine Verwendung haben. Gebt Wort, dass ich mit den Truppen sprechen will. Wir müssen sicher sein, dass jeder seine Pflicht erfüllt. Warnt sie, dass jede Nachlässigkeit aufs Schwerste bestraft wird. Ich bin heute nämlich nicht zum Spaßen aufgelegt. Ja, mein Herr. Der Rest von euch, folgt mir. Ja, jetzt wissen wir ja Bescheid, ne? Wir werden uns jetzt nach Möglichkeit über die Mauer reinschleichen.
letztes Mal reingekommen. Ach, ich glaube hier rüber. Was zum Teufel macht der da? Hä? Ah ja, interessant. Wieso kommt der denn nicht wieder her? So, ich glaube, da hinten muss ich hin. Laufe ich auch mal hier außen rum. Ruhe. So, hier komme ich danach auf jeden Fall schon mal raus. Ja. Ihr dürft nicht hier sein. Geht. Boah. Ihr schwatzt und spielt und euch übertragene Pflichten werden schwerlich nicht erfüllt. Das endet am heutigen Tag. Ich lasse mich nicht weiter von ihm erniedrigen, ob ihr mir zustimmt oder nicht. Und das solltet ihr. Es ist eure Schuld. Ihr dürft nicht passieren. Ihr habt Schande über uns gebracht. Geschickt und Entschlossenheit haben wir bekommen. Und sie werden erforderlich sein, um es zu halten. Ja, ihr werdet härter und öfter üben. Verpasst ihr dadurch ein Mahl oder eine Nachtruhe, dann ist es so. Und solltet ihr euch vor dieser Pflicht drücken, werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Disziplin kennenlernen. Führt sie vor. Wenn ich ein Exempel habe. Wo ist der Text? Ihr werdet beschuldigt auf. Was? Mein Herr. Boah, der Text jetzt bitte hin. Wir. Nein, sich. Ungehorsam. Sag mal. Was ist denn da jetzt bitte der Text hin? Ja, mein Herr. Natürlich. Zu eurem Befehl. Gut. Hilfe! Auf das eine Ausbreitung seid auf der Hut und wir werden obsiegen. Ihr mich alles klar. Und ihr werdet das Schicksal dieser Männer teilen. Dessen seid euch sicher. Wow, so einfach habe ich ihn doch noch nie gekillt. Was wisst ihr von meinen Plänen? Ich weiß, dass ihr Richard töten und Akon für euren Sohn Konrad gewinnen wollt. Wow. Für Konrad? Mein Sohn ist ein Taugenichts und kaum fähig, sein Heer zu führen, geschweige denn ein Reich. Und Richard? Der Orchanon ist nicht besser. Geblendet von seinem Glauben an ein Trugbild.
Ackern gebührt keinem von ihnen. Wem dann? Die Stadt gehört dem Volk. Ihr erdreistet euch, für das Volk zu sprechen? Ihr nehmt ihnen die Nahrung, schindet sie ohne Gnade, zwingt sie in den Frondienst für euch. Alles das geschah, um sie für die neue Welt vorzubereiten. Ich nehme ihnen die Nahrung? Nein. Ich nahm sie in Verwahrung, damit sie in schlechten Zeiten wohl rationiert werde. Schaut euch um. In meinem Bezirk gibt es keine Missetaten, außer denen, die von euresgleichen verübt werden. Und der Heeresdienst? Sie werden nicht für den Krieg ausgebildet. Wir lehren sie allein die Vorzüge von Ordnung und Disziplin. Das kann schwerlich Unrecht sein. Für wie ehrenhaft ihr eure Absichten auch halten mögt, eure Taten sind grausam und müssen enden. Wir werden sehen, wie süß die Früchte eurer Arbeit sein werden. Ihr befreit die Städte nicht, wie ihr glaubt, sondern ihr verdammt sie. Und am Ende tragt nur ihr die Schuld dafür. Ihr, der ihr von guten Absichten sprecht. Ja, Ruhe in Frieden, Wilhelm. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns schleunigst vom Acker machen. Ha. Ah. Okay. Jetzt wird's lustig. Morgen. Mal schauen, dass wir noch heile rauskommen. Ich muss schauen, dass ich irgendwie noch komme. Ich hoffe mal. Ja, das war klar. Das muss ich aber. Gut, perfekt. Nein. Oh Gott, ey. Nein. Nein. So, komm, schnell, 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 schnell. Nein. Ach, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Na komm. Ich
Jetzt aber. So, komm schon. Und weiter geht's. Na, ein bisschen Demetzen muss halt noch sein. Was, der lebt noch? Jetzt nicht mehr. Es ging ja relativ unbehaglich heute. Sehr schön. So, dann hören wir doch mal. Wilhelm von Montferrat ist tot und mit ihm seine Ränkespiele. Es war gut, Akon vor seinem Griff zu bewahren. Aber warum jetzt, wo die Kreuzfahrer mehr denn je zusammenhalten müssen? Er hätte warten können. Warten? Worauf? Dass Richard zurückkehrt und seine Intrigen entdeckt? Nein. Es war die rechte Zeit, für ihn zuzuschlagen. Seltsam. Ich war sicher, er wollte Akon für Konrad, aber er bestritt, dass dies sein Plan gewesen sei. Dem Wort einer Schlange, die auch im Sterben noch Gift produziert, ist nicht zu trauen. Ich sollte das mit Al-Mualem besprechen. Ja, mein Freund. Eilt nach Masyaf. Er wartet sicher sehnlichst auf euren Bericht. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Es wird interessant. Es wird interessant. So, dann hätten wir jetzt Akon auch erledigt. Zum zweiten Mal. Montferrat ist tot und ich kürze das Ganze jetzt ein bisschen ab. Wir verhalten wenigstens ein bisschen Zeit sparen. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. So können sie in vorher bewachte Bereiche vorziehen. Das Attentat hat jetzt eigentlich sogar besser funktioniert, als ich mir gedacht habe. Und ich habe es, glaube ich, auch einfacher diesmal hinbekommen als beim ersten Mal. Beim ersten Mal hatte ich die ganzen Wachen noch mit an der Backe. Das war natürlich nicht so toll. Ich tat, wie mir geheißen. Gut, gut. Ich spüre, dass ihr mit den Gedanken woanders seid. Sprecht darüber. Jeder, den zu töten ich geschickt wurde, spricht kryptische Worte zu mir. Jedes Mal komme ich zu euch, um Antworten zu finden. Jedes Mal erhalte ich nur weitere Rätsel von euch. Das muss enden. Wer seid ihr, dass ihr so mit mir sprecht? Ich bin es, der eure Aufträge ausführt. Wenn ihr das fortzusetzen gedenkt, so sprecht endlich frank und frei mit mir. Gemach, gemach, Junge. Dieser Ton gefällt mir nicht. Und ich mag eure Verwirrungen nicht. Ich bot eine Gelegenheit, eure verlorene Ehre wiederherzustellen. Nicht verloren. Genommen. Von euch. Und dann lasst ihr mich sie holen, wie ein gottverdammter Hund. Mich dünkt, ich werde einen anderen finden müssen. Schade. Ihr zeigt großes Potenzial. Hättet ihr einen anderen, hättet ihr ihn längst entsandt. Ihr sagtet, meine Fragen werden beantwortet, wenn ich nicht mehr danach fragen muss. Ich frage nicht mehr. Ich fordere, dass ihr mir sagt, wie diese Leute in Verbindung stehen. Ja, ihr habt recht. Diese Männer sind verbunden durch einen Blutschwur, ganz wie der unsere. Wer sind sie? Non nobis, Domine, non nobis. Templer. Nun erkennt ihr das wahre Ausmaß von Robert de Sables Macht. All diese Männer, Statthalter, Heerführer. Sie alle haben ihm die Treue geschworen. Ihre Werke können nicht einzeln betrachtet werden, oder? Nur als Ganzes. Wonach streben sie? Eroberung. Sie wollen das Heilige Land nicht im Namen Christi, sondern für sich selbst. Was ist mit Richard? Salah al-Din? Jeder, der sich den Templern entgegenstellt, wird vernichtet. Seid versichert, dass sie Mittel und Wege haben. Dann muss man ihnen Einhalt gebieten. Daran arbeiten wir, Altair. Für eine Zukunft ohne solche Ränkespiele. Warum habt ihr mich belogen? Damit ihr den Schleier selbst lüftet. Wie immer geht das Wissen der Tat voraus. Selbst erworbenes Wissen ist besser als erlerntes. Im Übrigen hat euer Verhalten in letzter Zeit nicht eben Vertrauen erweckt. Verstehe. Altair, eure Mission ist unverändert. Nur eure Wahrnehmung der Umstände hat sich geändert. Und gewappnet mit diesem Wissen werde ich die übrigen Templer vielleicht besser verstehen. Sonst noch etwas, das ihr wissen wollt?
Der Schatz, den Malik aus Salomons Tempel brachte. Robert schien ihn verzweifelt zurückhaben zu wollen. Alter, ihr, bei Zeiten wird euch alles klar werden. So wie euch die Rolle der Templer offenbar wurde, werdet ihr auch die Natur ihres Schatzes erkennen. Fürs Erste findet Trost darin, dass er nicht in ihren Händen ist, sondern in unseren. Wenn das euer Wunsch ist? So sei es. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen. Nehmt eure Waffe. Möge sie helfen, der Bruderschaft Ehre zu machen. Altair, bevor ihr geht... Ja? Woher wusstet ihr, dass ich euch nicht töte? Ehrlich gesagt, Meister, gar nicht. Ich habe meinem Glauben vertraut. Tja, so sieht es aus. Und wir haben wieder etwas, die neue Synchronisation zu bekommen. Und neue extra Wurfmesser. Sehr schön. So. Damit wären wir dann nochmal einen Schritt weiter. So, wir kürzen das Ganze wieder ab. Bis zum Büro, bitte. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Und da wären wir wieder. So. Kann man schauen. Das nächste ist hier. Saß wohl gerade was im Hals. So. Okay. Es wird denn wohl da vorne sein, gehe ich mal von aus. Boah, gerade noch so die Kante greifen können. Eieiei. Ja. Ruhe da. So. Sehr schön. So, dann sind wir hier an der Stelle schon mal angekommen. Es sind diesmal da nur 6 Aussichtspunkte. Okay. Ach, dahinter versteckt. Oh, das ist ja mal ein bisschen blöd gemacht hier mit dem Königreich noch oben drauf. Okay, gut. Das sind dann unsere nächsten Ziele. Dann sind wir für heute schon am Ende angekommen wieder. Ja, schon erst, je nachdem, wie man das gerne betrachten wollen würde. Das ist dann unser nächstes Ziel in Jerusalem. War Majid Adin. Das wird unser nächstes Ziel sein. Genau. Dann wären wir so langsam, wie gesagt, am Ende für heute. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß, mir zuzuschauen. Wir werden natürlich beim nächsten Mal schauen, dass wir dann das nächste Attentat dann abschließen können. Und in diesem Sinne sage ich dann noch, ja, jetzt noch eine gute Rest, gute Nacht. Ja, wir haben es eigentlich gute Uhrzeit. Ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen. Und da würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Stream oder Let's Play Assassin's Creed. Also euch noch eine gute Nacht. Bis dahin. Ciao.